Hallo liebe Zuschauer, willkommen bei Face Noir in einer neuen Folge mit mir, dem Gario. So, wir haben Slovansky getroffen, der hier mitten in der Nacht irgendwie seinen scheiß Boiler repariert. Hier ist irgendwie eine Tür, wo unser lieber Jack nicht weiß, wer da wohnt. Und da auch niemanden kennt, der dort wohnt, was sehr, sehr komisch ist. Und, ja, irgendwer ist in unserer Wohnung gewesen. Sechster Stock. Das Schild ist alles, was vom Aufzug übrig ist. Er wurde vor Jahren zugemauert, weil das Geld für die Instandhaltung fehlte. Ah, toll. Also so ähnlich wie The Big Bang Theory. Da ist der Aufzug auch ständig außer Betrieb. Und hier ist er gar nicht mehr da. Die Müllsäcke? Ich glaube, wir gehen mal runter. So. Das ist immer noch die alte... Eine alte Ausgabe? Ah ja. Das ist immer noch die alte Ausgabe. Ja, genau. Okay. Wollen wir raus? Oh, scheiße. Ja, im Moment ist eigentlich eine schlechte Zeit, um aufzunehmen, weil meine Mitbewohner haben irgendwie Gäste und so. Und gerade eben habe ich aus der Küche irgendwas klirren gehört. Ihr vielleicht auch, ich weiß es nicht. Hey, das war Johns Taxi. Wo zur Hölle will der hin? Das weiß ich auch nicht. Fragen wir ihm doch mal. Da gibt es nichts Interessantes. Ach, schade. Okay. Fragen wir doch mal Greta, ob sie weiß, wo John hin möchte. So. Also, meine Rauschfilterung ist eigentlich ganz gut, aber so einige Hintergrundgeräusche kann sie leider nicht verdecken. So. Da könnt ihr mal leise sein. Okay, reden wir mal mit Greta. Hi, Greta. Jack, ich dachte, du ruhst dich aus. Ich habe genug geschlafen. Es ist noch nicht mal 2 Stunden her, seit du hier weg bist. Stimmt. Ich glaube, meine Schlaflosigkeit wird schlimmer. Wie geht's, wie läuft der Laden? Wie läuft der Laden? Nicht gut. Warum hast du den Laden eigentlich Rote Tulpe genannt? Hatten wir schon. Also du warst früher Tänzerin. Das ist in letzter Zeit nicht viel Kundschaft. Das hatten wir alles schon. In der zweiten Folge, glaube ich. Wegen Smiley? Wegen Smiley. Ich hasse den Typen. Er ist oft hier im Laden. Er ist oft hier im Laden. Das erzählst du mir. Der ist jeden Tag hier. Er kommt immer um 9 rein, setzt sich hin, bestellt seinen albernen Blaubeercocktail und pflanzt sich dahin. Oh, ich hasse ihn. Hast du eine Ahnung, warum er ausgerechnet immer in deinen Laden kommt? Leider ja. Der Schleimbolzen hat beschlossen, dass er mich heiraten will. Er weiß, dass ich es momentan schwer habe und hofft, dass ich ihn nehme, bevor ich auf der Straße lande. Das sieht Smiley ähnlich. Ich hätte aber nicht geglaubt, dass er in dich verknallt ist. Ich würde es auch lieber nicht glauben müssen. Weißt du was über seinen neuen Job? Weißt du was über seinen neuen Job? Tja, er hat mit mir darüber geredet, aber er war mir gegenüber auch sehr vage. In was für Geschichten auch immer er drin steckt, ich bin sicher, die Sache ist nicht ganz koscher. Du kennst ihn ja. Er hatte noch nie in seinem Leben einen ehrlichen Job. Okay. Ich habe eigentlich keine Fragen. Wie geht's dem Mädchen? Sie schläft oben in meinem Bett. Hast du rausgefunden, wer sie ist? Bis jetzt noch nicht. Und wo ist John hin? Ich weiß nicht. Ich war nur mal kurz draußen. Danach war er verschwunden. Na toll. Verdammt. Hast du Angst, dass er zur Polizei geht und denen alles erzählt? Das wäre eine blöde Idee. Blöd genug, dass er glatt hingeht und das macht. Ja. Na gut, ich gehe dann mal. Okay, ich gehe dann mal. Mach's gut, Jack. Wenn ich jetzt mal F1 drücke. Ah, nee, ich wollte ins Inventar. Das so.
Leertaste. Ich habe schon mal gemerkt, dass ich lange nicht mal aufgenommen habe, ne? Gretas Taschentuch. Das wasche ich besser, bevor ich es zurückgebe. Mein Blut klebt noch dran. Ja, genau. Stimmt, das wollten wir auch tun. Dann Leertaste, genau. So, dann waschen wir das doch. Und gehen bei uns ins Badezimmer. Vielleicht können wir jetzt das blöde Taschentuch waschen. Wo ich sagen muss, das Blutflecken gehen ja mit reinem Wasser, glaube ich, nicht raus. Die muss man, glaube ich, erst einweichen und dann irgendwie mit Salz. Aber ich muss sagen, ich hatte den Fall auch noch nie. Blutflecken. Mein 3 Quadratmeter. Und da kann ich das Taschentuch nicht waschen. Hallo. So. Mir leuchtet nicht ein, wie ich diese Dinge zusammen benutzen soll. Oh, Jack, du bist so wenig selbstständig. Na gut. Mich würde interessieren, wo John hin ist. Können wir vielleicht hier an das Dampfbecken das Taschentuch halten? Hier? Nein, das ergibt keinen... Sowas. Reden wir doch mal nochmal mit Slowenski. Vielleicht können wir den irgendwie weglocken und dann in das Zimmer da einbrechen. Slowenski. Was kann ich tun für dich, De Niro? Setz die Miete runter. Warum funktioniert die Heizung nicht? Warum funktioniert die Heizung nicht? Probleme mit Kessel. Will einfach nicht anspringen. Haben Sie einen Installateur bestellt? Ach, Installateure sind gut wie nichts, außer viel Geld zu verlangen. Kessel ist noch gut. Etwas einstellen und er wird sein wie neu. Bis er nächste Woche wieder kaputt geht. Wiedersehen. Wiedersehen, Slowenski. Dos vidania, De Niro. Dos vidania. Weiß einer, was das heißt? Ich kann kein Russisch. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Russisch ist. Vielleicht ist es auch Polnisch oder so. So. Wenn man bedenkt, wie oft die Heizkörper nicht funktionieren, muss man sie eher als Möbelstücke betrachten, denn als Teile der Heizung. Ausgeschaltet. Okay. Da kommt Dampf aus den Rohren. Sowas. Ich finde, das ergibt... Moment, Dampfdruck? Und dieses blöde Türö-Teil von Sean? Könnte auch eine Menge Krach verursachen. Das will ich jetzt nicht spielen. Schade. Wäre aber eine witzige Idee. Da kommt Dampf aus... Ja, das wissen wir schon. Slowenski ist doof. Das war mit Sicherheit eins der Kinder aus der dritten. Das Einzige, was sie außer laut im Gang rumtollen machen, ist, Slowenski mit derlei Sachen auf die Nerven zu gehen. Finde ich gut. Slowenski hat jeden Zentimeter dieses Hauses mit unleserlichen Plakaten unverständlicher russischer Filme, Shows und Ausstellungen gepflastert. Inzwischen kenne ich sie alle auswendig, obwohl ich nicht mal weiß, was draufsteht. Sowas. Da geht's hinter. Wo geht's denn hier lang? Was ist das? Nur leere Schachteln. Schade. Und das hier, was ist das? Das ist der Stromgenerator dieses Stockwerks. Der fällt auch einmal pro Woche aus. Aha, können wir uns den vielleicht Nein, mal genau anschauen? Nein, fasse ich lieber nicht an. Ja, hast du vielleicht recht. Ist eine dumme Idee. Das ist wieder der Dampf aus den Rohren, da geht's runter. Das ist der 6. Stock. Haben wir irgendwas, womit wir den Stromgenerator irgendwie... Nee. Gehen wir nochmal dahinter. Ich weiß gerade gar nicht, was ich zu tun habe, ne? Das ist mein Problem. So, das hat sich irgendwie alles so mehr oder weniger in Wohlgefallen aufgelöst. Das bringt uns wahrscheinlich auch nicht weiter. Was ist hier auf dem Boden? Wenn man bedenkt, wie oft die Heizung... Ja, ja. Möbelstücke, genau. Was ist das hier?
Das ist wahrscheinlich Slowenski selbst, oder? Ja. Das ist der Heizkessel für dieses Stockwerk. Kann ich mir den mal Slowenski angucken? Sollte sich mal drum kümmern. Ah. Wir könnten ihm mal... Na, Werkzeug haben wir nicht, ne? Können wir ihm irgendwie von unten Werkzeug geben? Weil irgendwie, ja. Klapp doch mal das Bett hoch. Und geh da rein. So. Haben wir denn hier irgendwo Werkzeug? Ein wesentliches Element fehlt hier. Die Filmrolle. Ha! Mach mal halt das jetzt mal. Film entwickeln. Habe ich vor Jahren auch das letzte Mal gemacht. Papierfilmzeiten. Zwar nicht in Schwarz-Weiß, aber trotzdem. Ich habe jetzt weder Zeit noch Lust, Fotos zu entwickeln. Du hast doch Zeit, Alter. Es ist mitten in der Nacht. Was willst du denn ansonsten tun? Ich habe jetzt... Ach, Mann, ey. Sagst du, Fotos, Foto fehlt hier und dann... Also, Filmrolle und dann doch nicht. Ach ja. Wenn ich mich wirklich daran machen sollte, dieses Regal aufzuräumen, werde ich feststellen, dass man die Hälfte von dem Zeug wegschmeißen kann. Oh, sag bloß. Warum fängst du nicht damit an? Müsste ich hier mal... Das einzig Nützliche da drin... Ich sehe schon. Könnte man ein Taxi bestellen? Das Telefon. Ja. New York Vermittlung hier. Was kann ich für Sie tun? Ein Taxiunternehmen bitte. Ein Taxiunternehmen bitte. Einen Moment. Hallo, Winkels Taxis, was kann ich für Sie tun? Meine Miete für mich übernehmen. Wegen dem verschwundenen Fahrer. Wegen dem verschwundenen Fahrer. Ah, Sie sind der Typ, der vorher schon mal angerufen hat. Jep, eben jener. Was kann ich für Sie tun? Angenommen, Sie finden heraus, dass er nicht wirklich verschwunden ist, sondern Sie einfach nur veräppelt. Was würden Sie machen? Nichts. Der Typ ist der Einzige, der es mit diesen Gaunern in South New York aufnimmt. Der könnte sogar morgen einen Fahrgast umlegen und trotzdem würde keiner seinen fetten mexikanischen Arsch aus seinem Fahrersitz treten. Keiner sonst will diese Gegend. Deswegen müssen wir ihn behalten. Gut zu wissen. Tschüss. Tschüss. Okay. Soweit, so gut. Das macht die Geschichte nicht weniger verrückt. Ich glaube, wir gehen mal andersrum. Gehen wir hinten rum. So, hier raus. Hier lang. Hey, ist das nicht ein Taxi? Nee. Ein Taxi. Genau das, was ich jetzt brauche. Sag ich ja. Du schon wieder? Nicht zu schlafen gegangen? Ich hab genug geschlafen. Was ist mit dir? Wo warst du? Ich? Ich immer hier. Vorhin warst du nicht hier, weder im Pub noch auf der Straße. Naja, ich musste Taxi umparken von vor dem Pub. Taxi darf nicht stehen da. Ich wusste nicht, dass du dich tatsächlich an die Verkehrsregeln hältst. Wie dem auch sei, ich muss deine Dienste in Anspruch nehmen. Wohin soll gehen? Melville Docks? Brooklyn? Zum Polizeipräsidium. Hoboken. Zum Polizeipräsidium in Hoboken. Okidoki. Hallo. Hallo, Officer. Was kann ich für Sie tun? Gar nichts. Tschüss, Officer. Tschüss, Officer. Tschüss. Sag mal, arbeitet eigentlich die andere Tussi noch? Die
die da in dem Büro hier war. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Das ist Victorias Büro. Ja, arbeitet die nachts noch? Sieht so aus, als sei Victoria nicht da. Komisch, es ist mitten in der Nacht. Okay. Und hier unten? Hier unten ist, glaube ich, auch nichts, oder? Hier ist immer noch. In den Polizeiarchiven gibt es alle Informationen über die Festgenommenen. Wenn man was angestellt hat, findet man da sicher auch ein Foto. Schön. Was sagt denn unser Inventar? Ja. Das sagt nichts. Sowas aber auch. Nee, wir wollen nicht nochmal mit Malone sprechen. Von dem habe ich jetzt wirklich die Schnauze voll. John, bring mich zu den Melville Dogs. Zu Essex Street auf der Lower East Side. Nee. Zu den Melville. Alles klar. Melville Dogs, so. Da sind wir. Könnten uns theoretisch hinten rumschleichen. Oder wir besprechen. Oh nee, es geht nicht, dass wir das mit dem besprechen, weil der soll ja aufpassen, dass wir nicht an den Docks entlanglaufen. Das Büro des Hafenmeisters ist geöffnet. Ah, hey. Hallo. Schon wieder die Polizei? Was ist nun schon wieder los? Ich hab doch schon alles gesagt, was ich weiß. Ich bin kein Polizist. Bist du nicht? Was bist du dann? Bist du einer von der Zeitung, die immer rumschnüffeln und Verschwörungen und Skandale suchen? Ja, ich bin Journalist. Ja, ich bin Journalist. Das interessiert mich nicht die Bohne, wer du bist. Aber das hält dich sicher nicht davon ab, mir auf den Nerven zu gehen, was? Stimmt. Sei es drum. Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Was weißt du über die Ereignisse der letzten Stunden? Ich weiß, dass da einer ihn kalt gemacht hat. Nein! Und das ist hier an meine Anleger passiert. Mehr weiß ich nicht. Das hab ich auch der Polizei schon gesagt. Du wirkst aber nicht besonders überrascht darüber, dass hier einer umgelegt wurde. Das ist nicht das erste und sicher nicht das letzte Mal, dass hier einer auf die Art ins Gras beißt. Das ist schon einmal passiert. Danach kannst du die Uhr stellen. Das ist wie mit meinem Rheuma. Das ist ein regelmäßiges Problem, wenn du verstehst. Hier bei uns am Hafen treiben sich die zwielichtigsten Gestalten der Gegend rum. Und dann spült mit jedem Schiff auch noch neuer Abschaum an. Einmal haben sie einen ertrunkenen Polizisten aus Chicago unterm Pier gefunden. Wes und aufgequollen wie ein Luftballon. Scheint ja ein ganz gut besuchter Ort zu sein. Aber das war ja nicht immer so. In guten Zeiten war das hier der Augapfel von Jans Brooklyn und das Zentrum der ganzen Handelsaktivitäten. Ich finde es so schrecklich, wie der mit seinem Berliner Dialekt englische Namen ausspricht, beziehungsweise eben amerikanische. Erzähl mir von den Anlegern hier. Ah, das war am Anfang vom neuen Jahrhundert. Bei New York hattest du das Gefühl, als wär's der Hauptstadt von der ganzen Welt. Ich war noch ein Jungspund mit nur einer Handvoll Groschen in der Tasche. Ich war Matrose und mich zog's immer raus aufs Meer. Die Docks hier waren Besitz vom ollen Svensson. Ein Schwede, der Jansson Jakin Seemann war. Der konnte ja nicht mal einen Unterschied zwischen einem Schwertfisch und einem verrosteten Benzinkanister erkennen. Aber mit dem Geschäft, da kannte der sich aus. Da konnte ihm nur keiner das Wasser reichen. Der hat das Ganze hier in eine lebendige und fluktuierende Hafenanlage verwandelt, wie es noch nie eine am East River gegeben hat. So groß sieht die Hafenanlage hier aber gar nicht aus. Ja. Nur ja nicht mehr. Die Hälfte wurde abgerissen und verkauft. Aber früher hättest du sie sehen sollen. Da waren es hier mehr als 10 Anliegestellen. Der olle Svensson hat ganz groß bauen lassen. Sogar die größten Fischereischiffe konnten hier festmachen.
Weshalb wurden Teile des Hafens verkauft? Das ist eine ganz lange Geschichte. Ich habe hier schon früher beim Hafenmeister gearbeitet, als das noch ganz anders aussah. Damals hatte ich einen Unfall gehabt und konnte nicht mehr zur See fahren. Aber lesen und schreiben konnte ich besser als die anderen. Also haben sie mich hier in der Verwaltung angestellt. Alles lief ganz gut. Das Geschäft hat gebrummt. Aber der olle Svensson hat sich mit der Zeit verändert. Er war nicht so runtergekommen wie wir anderen. Aber er hatte irgendwie seine majestätische Aura verloren. Und dann waren da seine neuen Freunde. Eines Tages, das war im April 26, fand John Grants, besser bekannt als Peak Ass, seine Leiche zwischen ein paar Tauen im Wasser treiben. Die Polizei hat gesagt, das war Selbstmord gewesen. Aber das hat keiner von uns geglaubt. Svensson war ein bisschen runtergekommen, ja, aber er liebte das Leben. Kurz nach der Beerdigung kam dann der neue Chef. Ein Mann namens Pruni, ein fetter Typ, halb Türke, halb Italiener. Im ersten Jahr hat er dann die Hälfte von der Anlage verscherbelt und die Hälfte von der Arbeiter gefeuert. Ich durfte bleiben und wurde hier Hafenmeister. Faszinierende Geschichte, aber irgendwas ist da doch faul. Die Wirtschaftskrise hat schon viel größere Betriebe dahingerafft. Wie konnte diese kleine Hafenanlage so lange überleben? Du bist nicht auf den Kopf gefallen, Jungchen. Die kurze, einfache Antwort ist Kreuzfahrt in die Freiheit. Kreuzfahrt in die Freiheit? Genau. Wenn einer einen Klimawechsel braucht, aber das keiner wissen soll, dann gibt es hier das Ticket zur Freiheit. Du meinst, Verbrechern wird hier über den Hafen zur Flucht verholfen? Das scheint der Fall zu sein. Ich stelle hier schon lang keine Fragen mehr. Interessant. Was machst du hier? Hätte man eigentlich was am Anfang fragen sollen. Das frage ich mir auch gerade. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, als der Polizei angerufen hat. Sie wollten, dass ich die Anliegers absperre wegen einer polizeilichen Untersuchung. Bist hier also sowas wie der Hafenmeister? Ja, so eine Art Hafenmeister. So könnte man das wohl nennen, was? Ich organisiere hier alles alleine. Ich bin Hafenmeister, der Sekretärin und der Putzer in einer Person. Okay. Hast du hier heute Abend einen Mann mit einem Mädchen gesehen? Du scheinst dich in der Materie ganz gut auszukennen, Jungchen. Also hast du das Mädchen gesehen? Tut mir ehrlichst leid, Jungchen, aber ich kann hier keine Information über Passagiere erteilen. So sind nun mal die Regeln. Hast du einen Mann namens Ford hier passieren lassen? Kann ich nicht machen. Regeln sind nun mal Regeln. Oh Mann, muss ich dich jetzt bestechen? Komm schon, mach's mir nicht so schwer und sag mir, was du gesehen hast. Ich hab's schon gesagt. Nach den Regeln kann ich hier keine Informationen über Passagiere erteilen. Okay, danke, das ist alles, was ich wissen wollte. Danke, das war alles, was ich wissen wollte. Alles Gute, Jungchen. Schau mal, wir haben ja ein bisschen Geld haben wir noch übrig. Komm. Was hältst du davon? Das könnte helfen. Jetzt willst du wohl Informationen kaufen, was? Ja. Diese Stadt ist nicht mehr, was immer war. Es gibt kein Geheimnis, das nicht mit ein paar Piepen gekauft werden kann. Jungchen, ich bin ja gewillt, mich bestechen zu lassen. Aber deine paar Piepen sind da echt nicht genug, um meine Pflicht zu vernachlässigen. Und jetzt muss ich zurück an die Arbeit. So. Er will also mehr. Na gut. Okay. Dann soll's das erstmal gewesen sein. Ich würde sagen, wir speichern an der Stelle und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr Plan, wie wir an Geld kommen und wie wir den Hafenmeister vielleicht dazu bringen können, ein paar Informationen preiszugeben. Oder was wir als nächstes tun können. Weil ich muss sagen, gerade eben ist irgendwie ein bisschen wenig zu tun. Beziehungsweise ich
stehe vielleicht ein bisschen auf dem Schlauch. Das kann natürlich auch sein. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dann. Tschüss.